Wir sind immer noch hier im Pokémon-Felstunnel und ich habe keine Lust mehr. Ich will hier endlich mal raus. Naja, mal hier gucken. Vielleicht ein Pokémon. Ein Mankey, oh. Das habe ich hier, glaube ich, noch nie gesehen. Im Felstunnel. Scheint ein ziemlich seltenes Pokémon zu sein, aber trotzdem Flucht. Ich habe auch keinen Schutz mehr dabei, aber naja. Gut, da kann ich auch finden, die sind alle zu schwach, die Pokémon. Die gegnerischen. Du besitzt einen Pokédex? Cool. Ich möchte auch einen haben. Den Pokéball da oben, den hole ich mir gleich. Hoffentlich ist ein Schutz drin. Clemens. So. Entschuldigung nochmal, dass ich gestern keinen Pokémon-Part hochgeladen habe. Da hatte ich nämlich was vor, da war ich nicht da und deswegen konnte ich da nicht wirklich einen Pokémon-Part hochladen. Ja. Vielleicht wird in der nächsten Zeit werden die Pokémon-Parts auf 15 Minuten nur lang gehen, weil ich momentan nicht so viel Zeit habe. Aber ist ja nicht schlimm, es sind ja noch 5 Minuten weniger. Ja. Muss ich mal gucken. Nicht wahr? So, Fleckmann ist jetzt auch endlich besiegt, dass das noch Aquaknarre einsetzt. Ja, noch ein Fleckmann. Los, Sarazenia. Chi-Chi wird hier kaum trainiert. Oh, mit etwas Glück erreicht Sarazenia gleich Level 31. Und ja. Ba-ba-ba-bam. Fleckmon, dann wechsle ich meinem Auswahl Sarazenia und jetzt leider keinen Rankenhieb mehr zur Verfügung. Aber Chi-Chi geht ja auch. Nein, ja, okay, Flügelschlag wollte ich sowieso einsetzen. Hoffentlich nicht verwirrt. Chi-Chi ist ja so anfällig gegen Statusprobleme. Gut. Und nochmal Flügelschlag und fertig. Ach, ich bin ja so neidisch. Ja, mit seinem Pokémon-Kostüm. So, jetzt schnell den Pokéball holen. Hoffentlich ein Schutz. Top-Esser, brauchen wir einen Schutz. Aber ich glaube, ich bin sowieso gleich hier draußen, weil der Felstunnel war ja schon ziemlich lang. Dann schätze ich mal, werden wir es gleich geschafft haben. Noch mehr Trainer. Huch! Komm mir im Dunkeln bloß nicht zu nahe. Es ist hell, ich habe Blitz eingesetzt. Ein Knuffenser. Wie schön. Glut. K.O. PG. Also mal Chi-Chi in den Kampf tun. Pipi. Flügelschlag. Spotlight. Ja, er zieht alle Aufmerksamkeit auf sich. Sehr schlau. In einem 1 gegen 1 Kampf. Und tschüss, Pipi. Schön, dich kennengelernt zu haben. Es war zu dunkel. Genau. Du besitzt Pokémon, lass uns kämpfen. Das ist Picknickerin Ariana. Das picknicken die ja eigentlich im Felstunnel. Ich meine, naja, bietet sich nicht gerade an, aber wem es gefällt, auf harten Steinen zu picknicken, überall hier Onyx und so durch die Gegend kriechen und keine Ahnung, was da nicht alles noch so kreucht und fleucht. Ratfratz. Das frisst jetzt mein Chi-Chi auf. Chi-Chi, du kannst jetzt, heute steht Maus auf dem Speiseplan. Oder Ratte. Obwohl davon, das sieht eher aus wie eine Maus. Die Entwicklung, also radikal, sieht eher aus wie eine Ratte. Naja.
Und noch ein Rattrax. Kann sich Chichi noch eine Ratte einverleiben. Und der gleich. Die hat gleich bestimmt auch noch eine Ratte. Volltreffer. Knuffensor, ja. Habe ich mir irgendwie schon gedacht, aber. Flügelschlag. Chichi macht hier jeden mit Flügelschlag fertig. Noch ein Volltreffer. Also die Volltreffer für diesen Part sind auch schon mal geregelt. Zack. Du bist ein harter Brocken. Ja. Ich will doch hier nur raus. Und so ein blödes Mankey treffen. Was ich sowieso nicht haben möchte. Was ist hier oben? Ein Pokéball. Ah. Noch ein Mankey, also das ist doch hier, dann ist das hier wohl doch nicht so selten. Ich schätze mal in diesem Abteil des Feldtunnels. Das ist dann häufig. Perle. Wie kommt hier eine Perle hin? Na gut, da oben ist Wasser, aber. Das ist ja nur eine Pfütze. Los, Trunks. Ich bin wegen der Pokémon hierher gekommen. Sie gibt mir wenigstens einen Grund, warum sie hier picknickt. Vicky, hier hat ein Mauzi. Glut. Tschüss, Mauzi. So, und als nächstes kommt denn Taubsi, was auch schnell umgebracht wird. Und noch ein Mirabla. Alle meine Pokémon wurden besiegt. Gut. Oh. Oh, ja. Das Ende. Das Ende naht. So, jetzt mal gucken, was da nochmal steht. Feldzone, Azuria City Lavandia. Ich möchte nochmal eben hier gucken, was da noch so ist. Und dann können wir aus dem Feldtunnel raus. Raus, raus, raus. Da ist nichts mehr. Schnell hier raus. Och nein, ich hasse es, dass hier so viele Pokémon sind. Ich hasse das. Eben, das Mikro ein bisschen so. Das hasse ich, wie die Pest. So. Freiheit, Route 10. Ich fühle mich von vielen Wandern erschöpft. Und ich fühle mich von den vielen Kämpfen erschöpft und meine Pokémon auch. Natalie. Natalie mit dem Taubsi. Und noch ein Tauboga. Tauboga am Rennen. Das ist sehr toll. Also sie noch ein Pokémon? Nein, besiegt. Ich bin nicht fit. Das merke ich. Und ich bin auch nicht mehr richtig fit. Guck mal, was hier. Oh, hier ist eine Beere. Nana-Beere. Wenn man Nana-Beere rückwärts liest, also außer die Beere, kann man Banane lesen. Aber bevor ich gegen die ganzen Trainer hier kämpfe, möchte ich meine Pokémon gerne auffallen. Und, hört ihr diese Musik? Diese Musik soll ja in Lavandia einigen Menschen das Leben gekostet haben. Das ist ja dieses bekannte Lavandia-Syndrom. Dazu kann ich nur sagen, es ist nicht wahr, also zumindest die sich Leute umgebracht haben durch die Melodie, das stimmt nicht. Diese Kinder, die waren schon vorher suizidgefährdet. Und
haben sich nicht wegen der Melodie umgebracht. Es ist aber wahr, dass man durch die Melodie Kopfschmerzen bekommen kann. Aber nur in der Version Rot und Blau von damals. In der Feu die Feuerrote Edition ist ja ein Remake von Rot und Blau. Also Feuerrot und Blattgrün ist ja ein Remake von Rot und Blau. Und da wurde die Musik nochmal überarbeitet, dass man davon keine Kopfschmerzen bekommen kann. Also, und wer sowieso, man müsste das eine halbe Stunde sich anhören, um davon Kopfschmerzen zu bekommen. Ich meine, wer bleibt überhaupt eine halbe Stunde in Lavandia draußen? Weil in den Häusern ist ja eine ganz andere Melodie. Deswegen, ich sah, wie die Mutter eines jungen Tragosso vergeblich versuchte, Team Rocket, dem Team Rocket zu entkommen. Tragosso tragen Schädelmasken. Man zahlt für sie eine Menge Geld. So. Bam, 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 bam. Geister spuken im Pokémon-Turm. Ich glaube, das sind die Geister jener Pokémon, die das. Moment, so. Die das Team Rocket auf dem Gewissen hat. Diese Stadt ist als Ruhestätte für Pokémon bekannt. Im Pokémon-Turm werden Andachten gehalten. Glaubst du an Geister? Echt? Hätte ich nicht gedacht. Mal gucken, glaubst du an Geister? Nein. Ah, natürlich nicht. Und diese weiße Hand da auf deiner Schulter ist natürlich nicht echt. Pokémon-Haus. Mr. Fuji ist nicht zu Hause. Wohin mag er gegangen sein? Nido! Hey, du kleines Mädchen. Das hier ist Mr. Fujis Haus. Er ist sehr fürsorglich. Er kümmert sich um ausgesetzte und verwaiste Pokémon. Sie sind so putzig. Pokémon sind wunderbare Schmusetiere. Quaka. So. Sollen wir das Haus gucken? Hallo, ich bin der offizielle Namenbewerter. Soll ich die Spitznamen deiner Pokémon bewerten? Für welches Pokémon soll ich den Kosenamen bewerten? Trunks. Der Spitzname ist Trunks oder ein schöner Name. Gefällt er dir noch immer oder möchtest du ihn ändern? Was möchtest du? Komm, ich verstehe, komm ich wieder besuchen. Hier kann man die Pokémon-Spitznamen ändern. Falls man mal vergessen hat, Pokémon-Spitznamen zu geben. Ich hasse dieses furchtbare Team Rocket. Die arme Mutter des Tragosso, sie konnte dem Team Rocket nicht entkommen. Kiahu! So. Mal kaufen wir hier jetzt mal ein paar Schutz. Ich suche nach Items, die die Fähigkeit meiner Pokémon während eines Kampfes verbessern. Zum Beispiel X-Angriff, X-Abwehr, X-Tempo und X-Spezial. Weißt du, wo ich sie kaufen kann? Kennst du den Beleber? Damit kannst du bereits besiegten Pokémon wieder Kraft geben. Manchmal fordert dich ein Trainer mit Duo mit zwei Pokémon zum Kampf heraus. In diesem Fall musst du auch zwei Pokémon in den Kampf schicken. Ja, ich möchte einen Superschutz kaufen und nicht nur einen, sondern gleich mal mehrere. Gleich mal 20 Stück. Gut, und tschüss. Oder warte mal. Im Besitz habe ich 4. Und ich noch mal 16, damit ich nur 20 habe. So. Beleber. Habe ich 3 Beleber. Ist zwar eine ungerade Zahl, aber. Na, kaum ein Beleber noch. 4 ist meine Glückszahl. Von daher. So, jetzt haben wir hier erstmal richtig viel Geld zurückgelassen. Lavandia. Mögen die Seelen der Pokémon im Pokémon-Turm in Frieden ruhen. Ich mochte die Melodie von Lavandia eigentlich immer ziemlich gerne. Pokémon-Turm. Und die Melodie mochte ich auch sehr gerne. Ich bete für Pipi. Ich kann nicht aufhören zu weinen. Bist du hier, um dein Mitgefühl auszudrücken? Sei gesegnet. Fukano, warum hast du mich verlassen? Der Pokémon-Turm wurde im Andenken an verblichene Pokémon errichtet. Ich bin eine Exorzistin. Die Geister hier stiften Unruhe. So, und hier steht jetzt Gary. Und ich weiß auch ganz genau, warum er hier steht. Achte gleich mal auf den Kampf. Hallo Niklas, was machst du hier? Deine Pokémon sehen ganz fit aus. Naja, nach dem Kampf wird es anders aussehen. Tauroga. So, Glut. Reicht das aus?
Nein, es reicht nicht aus, den Torboga zu besiegen. Attacke von Trunks geht daneben. Puff. Nochmal Glut. Volltreffer, Volltreffer, Volltreffer. Oh, schade. Aber Torboga zieht mir auch nicht gerade viel. So. Torboga wäre schon mal besiegt. Shillock. Da wechsle ich natürlich. Denn ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die gerne gegen mit einem Feuer-Pokémon und gegen ein Wasser-Pokémon kämpfen. Und daher Rankenhieb. So, nochmal ein Rankenhieb und dann ist es auch. Oh, ein KP oder zwei oder so. Nochmal. Tschüss, Shillock. Oh wei. Oh wei, oh wei. Aber auch dagegen bin ich gerüstet. Ich bin gegen Kantos Team ziemlich gut gewappnet. Hier momentan. Auch wenn ich nur drei Pokémon habe. Und halt Paras, aber das benutze ich ja nicht fürs Kämpfen. Chichi wurde bepflanzt. So, einfach nochmal Windstoß. Besiegt. Ja. Chichi reicht Level 30. Kadabra. Kadabra. Ja, ich behalte mal Chichi drin. Und auch Kadabra ist damit besiegt. Und Fukano hat er noch. Fukano hat er in Feuerrot nicht ein. Garados? Kam mir so vor. Naja, egal. Flügelstark. Und auch fertig. Mit einem Volltreffer natürlich. So, und habt ihr das gemerkt? Was? Du bist eine harte Nuss. Ich bin es wohl etwas zu locker angegangen. Wie macht sich dein Pokédex-Nervensäge? Ich habe kürzlich ein Tragosso gefangen. Allerdings habe ich noch keinen Knogger. Ich glaube, von diesen Pokémon gibt es nur noch wenige. Also, ich habe viel zu tun. Ich muss weiter. Dann bis später. So, habt ihr das gesehen? Er stand hier im Turm der Toten. Und in diesem Turm zollt man ja gestorbenen Pokémon dann Respekt. Und es gibt einen Mythos dazu, dass von damals auf der MS Anne, da hat Gary ja noch ein Radikal gehabt, als man gegen das gekämpft hat. Es gibt einen Mythos, dass das Radikal nach diesem Kampf gegen einen stirbt. Das heißt, man bringt das Radikal von seinem Rivalen um. Oder halt, weil es zu schwach war, um noch, ja, so gesehen ist man ja dann an den Tod schuld. Deswegen trifft man ihn hier auch im Pokémon-Turm. Also es ist nur ein Mythos. Ich weiß nicht, ob dieser wahr ist, aber kann ich mir ziemlich gut vorstellen, dass das so stimmen könnte. Spreche die nochmal immer an. Selbst hier können die Eigenwilligen. Jetzt kommt mal irgendwas von der Melodie. So. Selbst wir können die eigenwilligen Geister nicht identifizieren. Man benötigt das Sylph-Scope, um sie zu erkennen. Sylph-Scope. Wo kriegt man das denn nochmal? Ach, genau. Also kommen wir hier schon mal nicht mehr weiter, das heißt, wir müssen in die nächste Stadt. Aber erstmal heilen wir die Pokémon auf. Her krepieren die uns auch noch hier ab. Bam, bam, badawam. So, wir gehen jetzt gleich später in die nächste Stadt. Ich kann euch mal zeigen, wo wir jetzt hin müssen. Und zwar an der Karte. Nach Saffronia City am besten. Und danach zu Prismania City, denn da muss ich mir noch was holen. Gut, aber auf jeden Fall geht es erstmal zu nach Saffronia City. So schnell wie möglich. Und ja, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Sind ja doch 20 Minuten geworden.
Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.